Interrail-Zug reservieren. Ich weiß noch genau, wie ich vor 3 Jahren das erste Mal total verzweifelt war. Und auch wenn es mittlerweile ein neues Reservierungsbuchungsportal von Interrail gibt, halte ich es doch für sinnvoll, den Prozess einmal durchzugehen mit euch, um euch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Am sinnvollsten ist es natürlich, das Ganze erstmal auf der Railplanner-App hier zu planen, denn man muss natürlich erstmal eine Verbindung suchen, die man auch reservieren kann. Ich gebe jetzt hier einfach mal als Beispiel ein, ich möchte von Köln nach Nizza als Beispiel, und zwar nicht heute, sondern am 4. Oktober, und zwar nicht nachmittags, sondern schön morgens irgendwann, klicken auf Suchen und dann zeigt uns hier die Verbindungen an. Ich nehme jetzt einfach mal hier die zweite, weil die am wenigsten Umsteigerverbindungen hat, und dann zeigt uns hier an, okay, wir fahren von Köln nach Mannheim, da ist keine Reservierung notwendig, von Mannheim nach Paris Ost, da ist eine Reservierung notwendig, und dann nochmal von Paris Gare de Lyon, also ihr seht hier einen Bahnhofswechsel, da ist auch nochmal eine Reservierung fällig. Wenn ihr natürlich nur Reservierungen angezeigt haben wollt, die ohne Reservierung sind, also reservierungsfrei, dann könnt ihr hier einfach anklicken auf Options und dann No Seat Reservations Required und dann geht ihr auf Update und dann zeigt ihr euch die. Die sind jetzt natürlich hier in Frankreich. In Frankreich, das müsst ihr wissen, sind sehr, sehr viele Zugreservierungen Pflicht. Also in sehr, sehr vielen Zügen ist eine Reservierung Pflicht. Deswegen seht ihr jetzt hier, dass die Verbindungen ohne Reservierung teilweise hier 24, 25 Stunden dauern, weil man einfach 17 Mal umsteigt und das alles in so kleine Tuckerzüge sind. Aber wie bucht man denn jetzt eine Reservierung? Dazu gehen wir online auf die Website von interrail.eu. Da, wo ihr auch euren Pass gebucht habt, geht hier oben auf Reservierungen buchen. Und wenn ihr nicht angemeldet seid, dann fordert hier die Website euch auf, euch mal anzumelden, euch ein Konto zu machen, um die Reservierungen zu buchen. Kann sein, dass ihr schon ein Konto habt, dadurch, dass ihr den Pass gebucht habt, aber soweit ich weiß, ist es keine Pflicht. Das heißt, wenn ihr noch kein Konto habt, dann macht euch schnell eins, ist absolut unkompliziert. So, dann landet ihr hier auf der Suchseite. Wir haben ja eben gesehen, die Strecke von Köln nach Mannheim, die war nicht reservierungspflichtig, deswegen müssen wir die jetzt nicht suchen, sondern wir suchen jetzt hier einmal von Mannheim nach Paris. Und zwar war das Paris Ost, wenn ich mich recht erinnere. Und zwar war das Ganze am 4. Oktober. Und das Ganze war um 9.40 Uhr. Hier wählen wir einmal unseren Pass aus. Wenn ihr mehrere Personen in einer Buchung habt, dann könnt ihr hier die Personen auswählen. Und dann gehen wir einmal auf Strecke finden. Hier wird uns das Ganze angezeigt. Das Ganze kostet 15 Euro. Das hier ist der Zug, 9.40 Uhr bis 12.52 Uhr und dann seht ihr hier schon, ihr könnt ein Ticket buchen. Ja, hier klickt ihr dann einmal drauf, könnt dann sagen in den Warenkorb. Hier seht ihr auch, es ist ein E-Ticket. Das ist auch ganz wichtig, weil wie in einem anderen Video schon gesagt, kann es sein, dass ihr manchmal Papiertickets bekommt. Deswegen checkt das bitte einmal vorher. Das war bei mir bei meiner Reise 2018 in Spanien und in Frankreich oft so. Da habe ich die Tickets vor meiner Reise noch nach Haus geschickt bekommen. Jetzt seht ihr hier, das ist auch in Frankreich, auch ungefähr die gleiche Strecke. Mittlerweile sind es E-Tickets, deswegen geht einfach mal davon aus, dass Spanien und Frankreich mittlerweile auch ein bisschen moderner geworden sind. Aber checkt auf jeden Fall, dass hier E-Ticket steht und ihr nicht auf eurer Reise seid und dann auf einmal ein Ticket nach Hause geschickt bekommt. Das wäre natürlich doof. Wenn dann aber doch irgendwo steht, das ist ein Papierticket und muss geschickt werden, dann guckt mal, dass ihr irgendwie die Adresse in eurem Profil so angibt, dass es zum Beispiel ein Hostel von euch ist und gebt dann an der Hostelrezeption Bescheid, okay, hier kommt jetzt die nächsten Tage ein Ticket an. Ist dann natürlich ein bisschen doof, weil man im Regelfall natürlich nicht weiß, wann genau das Ticket ankommt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine bessere Lösung kenne ich auch nicht. Also schaut, dass ihr am besten nur E-Tickets holt. Oder wenn ihr das schon wisst vor eurer Reise, wo ihr genau lang wollt und alle Reservierungen schon reservieren könnt, dann ist es natürlich kein Problem, dass die Tickets auch zu euch nach Hause geschickt werden. Jetzt gibt es auch andere Züge, die hier nicht zu buchen sind. Die allermeisten Züge könnt ihr hier buchen. Mir ist noch nie passiert, dass ich einen Zug hier nicht buchen kann. Aber zum Beispiel, wenn ihr mit einem Thalys fahren wollt, zum Beispiel auch von Köln nach Paris, dann würde ich euch auffordern, das Ganze anders zu buchen. Das ist leider für jeden Betreiber ist das ein bisschen anders, deswegen kann ich euch jetzt keine generelle Anleitung geben, okay, wie buche ich denn so einen Zug, wie buche ich so einen Zug, weil das für jeden Zug ein bisschen unterschiedlich ist. Aber hier so passiert das Ganze im Regelfall und ich denke, das ist das, was für euch interessant ist. Wenn ihr das Ganze jetzt buchen wollen würdet, dann würdet ihr hier einfach auf in den Warenkorb gehen und dann hier einfach zur Kasse. Mache ich jetzt natürlich nicht, weil ich habe gar keinen gültigen Interrail-Pass und dann ist das Ganze erledigt. Dann bekommt ihr eine E-Mail zugeschickt mit dem Ticket im Anhang als PDF, da könnt ihr dann einen Screenshot von machen und das Ganze ausdrucken, wie auch immer, und das Ganze dann im Zug oder an der Bahnstation dem Kontrolleur zeigen. Jetzt gibt es natürlich auch die Situation, dass ihr eine Fähre buchen möchtet, denn mit dem Interrail-Pass bekommt ihr auf bestimmten Fährstrecken Rabatte. Es kann sein, dass man manche auch komplett kostenlos bekommt, aber meines Wissens nach bekommt man nur Rabatte. Bei mir war es zum Beispiel damals vor 3 Jahren so, dass ich von Holyhead in Wales nach Dublin in Irland fahren wollte mit einer Fähre und habe mich darüber informiert, okay, wie funktioniert das Ganze. Bin am Ende trotzdem geflogen, weil das Ganze irgendwie teurer geworden ist oder die Verfügbarkeit nicht mehr da war. Ich weiß es nicht mehr ganz. Aber das möchte ich euch auch einmal kurz zeigen, wie das hier funktioniert, eine Fähre zu buchen. Das geht nämlich auch nicht über das Portal hier. Ich google einfach mal schnell Interrail Ferries
So, und dann seht ihr hier Fähren in Europa mit Interrail. So, und hier seht ihr jetzt die ganzen Fährenanbieter, die von Interrail unterstützt werden. Und hier ist es auch so, wie bei den Zugreservierungen, die nicht über das Portal laufen. Mit jeder ist das ein bisschen anders. Wir gehen jetzt hier zum Beispiel mal auf Finnlines, Details zu Finnlines Fähren. Das sind die, die da oben die Ecke zwischen Estland, Finnland und Schweden fahren. Und dann seht ihr hier bei zusätzliche Informationen. Wie gesagt, das ist bei jeder Fährgesellschaft ein bisschen anders. Aber hier steht zum Beispiel Kontakt und Reservierung. Um deine Ermäßigung zu erhalten, besuche finnlines.com und verwende den folgenden Buchungscode RAIL. Das heißt, ihr würdet auf der Webseite von Finnlines das Ticket tatsächlich buchen, nicht über Interrail, und habt dann hier einen Rabattcode. Wenn man jetzt mal eine andere Fähre nimmt, zum Beispiel Irish Ferries, das sind die, die auch zwischen Großbritannien und Irland fahren, hier Holyhead nach Dublin, das ist das, was ich damals geplant hatte. Die sagen nämlich, hier seht ihr das einmal, ihr sollt ganz normal die Fähre buchen, schickt dann ein E-Mail mit euren Informationen an diese E-Mail-Adresse hier und dann bekommt ihr eine Ermäßigung auf eure Zahlungsmethode zurück. Manchmal ist es auch so, dass ihr tatsächlich die Fähre dann mit dem Interrail-Pass nur vor Ort buchen könnt oder manchmal auch telefonisch. Also wie gesagt, es ist jetzt hier für jeden Anbieter ist ein bisschen anders, aber da müsst ihr euch nur kurz einmal einlesen und ich denke, das ist relativ selbsterklärend. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten glaubt YouTube, dass euch dieses Video hier interessieren könnte. Schauen wir doch mal, ob sie recht haben.